Philipp Fuhrer, du siehst glücklich aus. Das letzte Mal so richtig glücklich bist du sicher auch im letzten Spiel gegen Lausanne, wo der das endlich ist fertig war und man hat die Halbfinalqualifikation feiern. Was ist so passiert seit diesem Moment? Ja, es war sicher eine riesige Erleichterung. Wir haben über die ganze Serie haben wir sehr gut gespielt. Wir haben super gedrückt, aber wir konnten nie die Goal schießen, die wir eigentlich wollen. Und als der Jesu Jens uns alle erlöst hat, war sicher die Erleichterung gross. Und jetzt freue ich mich extrem darauf auf Davos. Es gibt eine super spannende Serie, die schnell wird werden und gutes Hockey wird bieten. Als Verteidiger hast du ziemlich viel zu tun gegen Lausanne. Was denkst du, wird sich das gegen Davos ändern? Nein, überhaupt nicht. Es wird auch noch verreckter werden, weil, wie wir sie kennen, haben sie ganz schnelle Stürme und spielen schnell das Transition-Game. Von dem her wird sicher wieder viel Bier zu uns zukommen. Welche Rolle spielt hier die lange Anreise? Ich meine, es ist jedes Mal fast 4 Stunden. Ja, das ist sicher ein Faktor, den muss man gut überbrücken. Wir haben dort unser Game-Rezept schon geschmiedet und das tun wir natürlich nicht öffentlich verraten. Ja, da sind wir nicht wieder drauf eingehen, aber man weiss, dass du schon gerne ein bisschen mal jassen. Ist das etwas, was man macht im Gang? Das ist so. Für die Rückfahrt dort, haben wir unsere Jassgruppe und freue mich extrem auf die Reise, weil da gibt es noch ein bisschen längere Zeit zum Jassen. Und die Höhe ist ja etwas, was man vielfach vergisst. Man geht doch ziemlich in die Höhe rauf. Du spielst nicht das erste Mal Davos oben. Ist das etwas, was man spürt? Ja, die ersten 36 Stunden sagt man meistens, man spürt nichts, aber man hat dann gleich das Gefühl, ich weiss nicht, ob es ein bisschen im Kopf ist oder nicht, aber auf jeden Fall die Beine laufen gleich dort oben. Also wir haben schon jetzt immer Spiele gehabt, die oben gut waren und das werden wir auch wieder in Serie bieten.